Jetzt noch so ein Drachenprofi und noch so eine Vogelexpertin. Ob sie auch ganz gut zu Vögeln ist? Hust, hust. Gott, dieses Interview mit dieser... jungen Dame damals. Ich habe das Interview selbst nie gesehen. Das soll es ja, glaube ich, irgendwie auf YouTube geben, wo sie dann so... keine Ahnung. Wo sie dann einfach sagt, ja, ich bin eigentlich ganz gut zu Vögeln. Ey, also, was sollst du da bitte anderes machen, als da irgendwie zweideutig zu denken, nach dem Satz? Brody. Aus dem gleichen Grund bin ich umso nervöser, wenn das Shiny früh im Spiel kommt. Ist mir ja schon zweimal passiert. Später hat man viele und gute Bälle, doch am Anfang hat man nur Pokebälle und davon auch nicht viel. Man ist also fast darauf angewiesen zu schwächen, was allerdings riskant ist. Mhm. Das kann halt gern mal nach hinten losgehen. Wie gesagt, einmal irgendwie blöd gecrittet und so und weg ist es. Zu Vögeln, aha. So was Ähnliches hatte ich heute in Genshin Impact. Falls du das kennst. Ja, ich kenne Genshin Impact. Das Spiel sollte ja eigentlich auch für die Switch kommen, aber da scheint es irgendwie Probleme zu geben. Ich hoffe, dass es nicht gecancelt wird, sondern dass sie halt noch weiter dran arbeiten. Weil das Spiel würde mich für die Switch eigentlich auch schon sehr interessieren. Da hat mich die deutsche Übersetzung kaputt gemacht. Warum gibt es da auch so schöne perverse Anspielungen, wo man schon zweideutig denken kann oder was? Das war jetzt ausnahmsweise clever von dir, Charlie, hier, damit ich mit Sturzflug auf jeden Fall dieses Gyarados one-hitten kann. Alter Schwede, ey. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Und der Stream läuft erst circa eine halbe Stunde. Das sind die Highlights. Das sind Momente. Das sind Momente, die hier einen Pokémon-Spieler bewegen. Rio, ich lag im Eck vor Lachen. Warte mal, Achso, du hast noch eine andere Nachricht geschrieben vorher. Eine Schreinpriesterin spricht mit einem Kitsune-General. Oh, zu mir gewandt. Reisende... Was? Reisende, du bist es... Ach, Reisende, du bist es. Sag, willst du nicht auf Gurios wunderschönen Schwanz anfassen? Was? Was? Okay. Ich glaube, heutzutage wäre es besser, wenn du Schwanz, also Tail, nicht mit Schwanz übersetzt, sondern mit Schweif. Weil hier laufen heutzutage viele kleine Perverslinge rum, wie der gute Ryo, die das gleich... falsch verstehen. Vor allem muss man ja hier im späteren Spielverlauf auf den Noob-Bonus berücksichtigen. Team-Pokémon critten ja gerne mal, weil sie gelobt werden wollen. Oh, ja, stimmt, das auch noch. Ja, Rody meint auch einfach nur zu Ryo. Wow, just wow. Er ist ein Kitsune, also ein Fuchs, samt Ohren und Schweif. Und die haben Tail halt mit Schwanz übersetzt, was ja richtig grammatisch ist. Ja, grammatisch ist es richtig, ja. Aber scheiße, ey, Deutscher sein ist so schlimm. Ja, ja, ja. So. Ich glaube, ihr seid, glaube ich, die vorletzten Dullis, die wir hier bekämpfen müssen. Ach, war das damals noch schön, wenn du noch so ein kleines Kind warst und du bei dem Wort Schwanz an nichts Böses gedacht hast. Ja, und heute merkt man, ja, wir Männer und sicherlich nicht nur wir Männer, sondern auch die Frauen, wir bleiben bei solchen Sätzen gern mal in der Pubertät hängen.
Mädel, du hättest doch jetzt das Klingpim angreifen können. Das ist ein Baby-Pokémon, die halten nichts aus, während ich hier das Girafarik wegfetze. Armes Klingpin. Warum haben die Trainer in dem Abschnitt, in dem Spielabschnitt noch ein Klimplim? Why? Müsste doch schon ein Palimpalim sein. Ja, jetzt greifst du an! Jetzt greifst du an! Ja, ich hab nicht gesagt, ne? Hier, Palimpalim. Und finish it. Damit wir hier endlich mal weiterkommen. Das ist eigentlich witzig, wenn wir noch einen Shiny-Pokémon finden würden, oder? So, völlig, ja, out of nowhere. Dabei war ich mir sicher, den Kampf gewinnen zu können. Unmöglich. Die Zukunft ist anders ausgefallen. Tja, kannst du mal sehen. Jemand sagte mal treffend, Männer werden nicht erwachsen, nur älter. Oh ja. Oh ja. So, ihr seid die Letzten. Ihr seid die letzte Hürde hier. Mach dich auf atemberaubende Pokémon und noch atemberaubende Attacken gefasst. Ab geht die Post. Taritara, die Post ist da. Bin ja mal gespannt, ob am 29. diesen Monat wirklich mein bestelltes Spiel kommt. Aus dem Ausland. Freuen wird's mich ja. Bei beiden Pokémon zweimal den Angriff senken. Nice. Ausbrennen, ja! Hat doch mehr Schaden gemacht, als ich dachte. So. Biolog. Nein, greif doch an, du dumme Nuss! Du hättest doch jetzt das Onix irgendwie wegklatschen können. Meine rechte Hand schön und gut, aber du hast Nakani, mit dem Ding sollte man angreifen. Es war doch, glaube ich, mal so, dass Nakani eigentlich als legendäres Pokémon geplant war. Statt Lavados, Arctos, Zapdos sollte es, glaube ich, ganz früh in der Entwicklung eigentlich so sein, hier Arctos, Zapdos und Akani. Wenn ich richtig informiert bin, aber das haben die dann am letzten Endes doch noch abgeändert und statt Akani Lavados noch hinzugefügt. Deswegen hat Akani auch, glaube ich, die Kategorie Legende? Legendär oder so? Schon witzig. Schon witzig, wie sich so die Dinge entwickeln können. So, Charlie, jetzt hau bitte dieses Georock weg. Bitte, sei so intelligent, sei so intelliklug.
frage mich manchmal echt, was in den Köpfen dieser NPCs vorgeht. Danke, Charlie. Deinetwegen ist mein Staraptor von diesem Georock zerstört worden. Gratuliere, du bist nutzlos. Du bist offiziell als nutzlos abgestempelt. Ja, wenn jetzt mein Mikro hier nicht auf dem Tisch stehen würde, würde ich meinen Kopf gegen die Tischplatte hämmern. Wir haben es ja gleich, nur noch ein Angriff und fertig. Dann sind wir endlich am Ausgang der Höhle. Rapidschuss, ja, ihr NPC ist halt auch nicht gerade intelligent. Nach diesem atemberaubenden Kampf bin ich völlig außer Atem. Du machst gerne Sprüche mit Atem, oder? Mein Angriff wurde zack, zack pariert. Hier so zick, zack, schnipp, schnapp, schnubbidibub und so, ne? Ah, endlich. Ah, hier sind wir richtig. Dieser Weg führt zu einem Felsen. Ich wollte nur sehen, von welchem Pokémon er ständig aufgesucht wird. Das ist alles. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Zumindest ein wenig. Werd nicht frech, junge Dame. Toll. Weil ich das... Ich habe noch nicht mal einen Schritt gemacht. Ich habe einen halben Schritt gemacht. Zack, gleich das nächste wilde Pokémon. Also ich finde, der Encounter-Rate hätte man wirklich ruhig etwas runterschrauben können in dem Spiel. Yay! Wir haben es geschafft, Leute! Wir sind auf Route 224. So, ich speichere aber schon mal. Wir müssen jetzt nämlich die Vorbereitung, die nötigen, treffen. Komm, ich klatsch den Typen einfach auch mal weg. Weil wir müssen jetzt eine bestimmte Gruppe von Trainern besiegen, damit die uns während des Glitches nicht in die Quere kommen. Nachdem ich ja bereits eine sehr gute Idee habe, was du vorhast. Kommt man mit dem Glitch auch wieder an Darkrai und Arceus ran? Zu dem Thema komme ich dann gleich, wenn wir hier bei der Glitch-Aktion sind. Ich habe ja gesagt, der Titel sagt es ja, wir... hier shamen und über die anderen Events reden. Dazu gehört dieses Thema dann auch, in Bezug auf Glitch und Darkrai und Arceus. Immer mit der Ruhe. Ryo, immer mit der Ruhe. Alles schön Step by Step. Ei, ei!
Alles klar. Du kämpfst echt auf einem ganz anderen Level. Nein. Hab ja auch ein höheres Level als du. Ich habe zahllose Trainer und noch mehr Pokémon gesehen. Du, ich habe jedes Pokémon schon gesehen, was es aktuell gibt. Ich habe sogar jede Pokémon-Art, die man aktuell bekommen kann. Also, reiß mal so die Klappen nicht auf. Wenn wir an besagter Stelle sind, machen wir eine ganz kleine Pause, weil ich wohin muss. So, bist du fertig? Haben wir alle deine Pokémon besiegt? Darf ich jetzt weitergehen? Dankeschön. Ich verstehe. Ganz außerordentlich. Ja. So, okay. Okay, wir haben den Punkt des Geschehens erreicht. Ich speichere nochmal. Du hast das Spiel gespeichert. Gut. So, aber wie gesagt, wir machen eine ganz kleine Pingelpause. Wie gesagt, ich muss kurz wohin. Die Natur ruft. Bis gleich. Dauert vielleicht ein, zwei Minütchen.